Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Marktausblick und Live-Trading mit Mario Lüdemann und FX Flat und CapTrader. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich freue mich wirklich, dass Sie heute anwesend sind. Wir haben ja wirklich draußen wunderschönes Wetter und ja, umso mehr deswegen meine Freude, dass Sie heute mit uns Ihre Zeit teilen. Und ich will mein Intro dieses Mal kurz halten, nur auf zwei Themen aufmerksam machen. Einmal unsere Webinarreihe, die ja letzten Monat gestartet ist. Der nächste Termin wird der 25.04. sein mit Norman Wells Trading-Psychologie. Ja. Wer sich noch nicht dafür registriert hat und Interesse hat, kann das ge sehr gerne nachholen. Und alle, die schon angemeldet sind, schauen Sie bitte in Ihrem Postfach. Heute sind die Bestätigungs-E-Mails rausgegangen, sodass Sie auch den Link für das Webinar erhalten haben. Ansonsten kurz nochmal bei Service-Team melden. Also nächster Termin 25. April mit Norman Wells. Und wir haben unsere Managed Accounts Seite neu strukturiert und unter anderem finden Sie jetzt zwei neue ja, Angebote auf der Webseite. Einmal White Quadrat mit Andreas und Christian Weiß, aber auch Strategieportfolio mit Mario Lüdemann. Ja? Und ich werde die Seite gleich hier in den Chat kopieren, den Link. Und da können Sie weitere Informationen einholen. Vielleicht möchte Mario dann gleich auch was dazu, ein paar Worte verlieren. Und deswegen werde ich jetzt auch schon rüberschalten zu Mario. Und Mario, auch dich heiße ich herzlich willkommen. Du solltest jetzt den Bildschirm haben. So, ich hoffe, dass ihr könnt meinen Bildschirm jetzt sehen, alle. Das ist richtig, ja. Ja, perfekt, Das super. Format ist nur irgendwie so gestreckt. Ich weiß Ah, jetzt Moment, nicht. das machen wir anders. Das ist dann auch der falsche Bildschirm noch. Dann nehmen wir auch den richtigen und dann müssten wir eigentlich die Wirtschaftsdaten jetzt sehen. Perfekt, jetzt läuft's. Perfekt, dann läuft es jetzt. Ja, dann heiße ich auch alle recht herzlich willkommen zum heutigen Webinar Marktausblick. Das Webinar haben wir ja vor, ich glaube, vor gut einem Jahr eingeführt. Das ist immer so die Alternative zu meinem wöchentlichen Marktausblick, wo wir gezielt nochmal auf die großen Märkte eingehen und auch auf verschiedene Aktien, Devisenpaare, die interessant sind. Vielleicht machen wir es heute so, dass wenn wir den groben Überblick haben, dass wenn ihr interessante Werte habt, wo ihr sagt, das würde euch interessieren, dass wir uns die vielleicht mal anschauen. Das ist vielleicht eine ganz coole Sache, wenn wir was von euch bekommen. Ansonsten gehen wir da ganz normal durch den Markt halt durch. Starten möchte ich wie immer beim Marktausblick mit den aktuellen Terminen. Da hatten wir heute Morgen natürlich schon hier den Herstellungsindex für Deutschland und den Einkaufsmanagerindex. Hat sich nicht so wahnsinnig viel getan in den Märkten. Ich denke, morgen 15:30 Uhr wird eher der spannendere Termin werden. Rede des EZB-Präsidenten Mario Draghi. Und dann morgen Nachmittag dann Erdöllagerbestände für die, die Rohstoffe gerne handeln. Und morgen Abend 20 Uhr ist ein Termin, der bei mir dann auch auf dem Plan steht, das FOMC-Sitzungsprotokoll. Dann noch am Donnerstag nochmal die Rede von Mario Draghi. Und ich denke, der wichtigste Termin wird dann mit Sicherheit dann wieder die Arbeitslosenquote für den Monat März in den USA sein. Dann noch zwei Termine, die jetzt in den kommenden Tagen starten. Also am 4. April starten wir mit dem Coaching-Modul Screening und am 22. April mein 5-Tiger Theorie- und Praxis-Workshop. Wenn ihr da Interesse habt, es gibt noch einen freien Platz, einfach kurz auf meine Website hier draufklicken, dann findet ihr alle Informationen zu diesem Thema. Und vielleicht noch als letzten Hinweis, Coaching-Modul Handelsstrategien. Das läuft ja schon seit über einem Jahr, immer über 3 Monate. Dort Informationen findet ihr auch auf meiner Website. Es startet am 27. April.
Eine Information hat der Nelson ja vorhin schon gegeben. Vielleicht, wenn Interesse daran besteht, können wir ja da am Ende noch mal kurz drauf eingehen auf meinen Manage-Account. Das ist eigentlich eine Sache gewesen, die über die Jahre immer schon erfragt wurde, ob wir das vielleicht nicht mehr machen können, wenn man nicht das Trading selber machen möchte, sondern das gerne abgeben möchte. Vielleicht kann Nelson auch am Ende noch mal kurz dazu was sagen, wie das Ganze technisch abläuft. Am Ende geht es eigentlich darum, dass man sich auf meine Performance bei den mittel- und langfristigen Strategien mit aufsetzen kann im Rahmen des Manage-Accounts in der Vermögensverwaltung. Und da ist das Ziel eigentlich immer eine schöne zweistellige Performance zu erreichen. In den letzten 2 Jahren lagen wir da immer mit gut 20% dabei. Auch dieses Jahr sind wir sehr gut gestartet. Jeder Monat hat bisher mindestens wieder 2% Performance auch hier gebracht. Vielleicht kann Nelson nachher einfach den Link nochmal kurz hier mit in den Chat rein posten. Und wenn ihr dann weitere Fragen dazu habt, könnt ihr das ja vielleicht ganz dann am Ende stellen. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt auch sofort dann in den aktuellen Markt. Starten möchte ich hier mit dem deutschen Markt. Ein immer noch interessanter Markt, auch wenn wir heute eine Korrektur sehen. Aber prinzipiell sind wir hier in einem sauberen Aufwärtstrend. Der läuft ja schon seit November letzten Jahres, seit der Präsidentschaftswahl, kann man hier ganz gut sehen. Wir haben die ganze Zeit steigende Hochs und steigende Tiefpunkte, was ja für uns im Trading immer besonders wichtig ist, so unter diesen markttechnischen Gesichtspunkten. Und wir haben das auch sehr gut gesehen in den Werten, die ich in den letzten Wochen immer schon bei mir im Depot hatte, über die wir auch schon oft hier an dieser Stelle gesprochen haben, ob das eine Lufthansa ist oder auch eine Adidas-Aktie ist. Wir sind hier wirklich in einem sehr sauberen Trend. Und wenn wir jetzt in die Stunde schauen für den Intraday-Handel, wie sieht es da aus mit der heutigen Korrektur? Und da sehen wir tatsächlich, dass der letzte Trend, also diese starke Bewegung im Stundenchart, jetzt gebrochen ist. Im Tageschart ist alles noch in Ordnung, aber das ist diese grüne Linie, die wir hier gesehen. Wenn wir jetzt allerdings auf die Stunde gehen, und das ist ja für alle die interessant, die auch Intraday handeln, das heißt also 10 Minuten, 5 Minuten oder tiefer, da kann man wirklich ganz gut sehen, dass der letzte Trend jetzt gebrochen wurde. Und da wird es jetzt sicherlich spannend sein, wie wird sich der Markt jetzt heute Abend und morgen früh verhalten. Wir haben hier das Tief unten herausgenommen bei etwa 12.240 Punkten. Momentan sind wir knapp drüber über dieser Marke. Das heißt, es kann sein, dass hier wirklich nur die Stops abgeholt wurden an dieser Stelle. Aber das wird sich jetzt einfach zeigen. Also sollte der Markt sich hier halten können, dann ist es wirklich nur eine kurzzeitige Verletzung. Das passiert schon mal häufiger im FDAX, dass diese Stops gezogen werden, dass hier wirklich nur kurzfristig die offenen Positionen abgeholt werden. Sollten wir morgen aber weiter Schwäche sehen, dann würde ich sagen, ist dieser Trend jetzt erstmal hinfällig. Wie gesagt, auf dem großen Bild im Tageschart konnte man das ja auch ganz gut sehen. Wir sind eigentlich reif für eine Erholung, hatten heute das Hoch bei etwa 12.400 Punkte gehabt und sind jetzt von da an ein gutes Prozent wieder zurückgekommen. Das würde ich nicht überbewerten, solange die Korrektur hier in diesem Bereich von 12.150 hineinläuft. Auch das zeichne ich hier kurz ein. Solange wir hier uns in diesem Bereich hier aufhalten mit der Korrektur, sehe ich das alles noch als sehr angenehm an. Alles, was darüber hinausgeht, wird danach sicherlich etwas schwieriger werden. Was bedeutet das für mich im Bereich neuer Positionen? Ich werde jetzt erstmal keine neuen Positionen im DAX aufmachen. Die Position, die ich habe, ich habe vorhin ja schon gesagt, die Adidas-Aktie, die ist ja eher langfristig im Portfolio. Darüber hinaus habe ich noch die Lufthansa-Aktie. Da ist noch keine Trendverletzung zu sehen. Da sehen wir auch ganz gut, der Stop hier unten drunter, da haben wir keine Problematik. Also solange wir hier nicht unter diese Marke fallen, wird hier erstmal nichts passieren. Die Aktie ist auch heute weiter sehr, sehr stark. Also von daher, hier gibt es keinen Handlungsbedarf. Aber neue Positionen werde ich dann hier an dieser Stelle nicht weiter eröffnen. Kommen wir zum amerikanischen Markt. Auch hier sind wir seit November letzten Jahres ja sehr, sehr stark gelaufen. Wenn wir uns das Bild anschauen, seit der Trump-Wahl im Tief waren wir bei knapp über 2000 Punkte, haben dann wirklich eine regelrechte Rallye gesehen von gut 15%. Eine extrem starke Rallye. Auch der Jahresanfang war über die normalen Maße stark gewesen.
in diesem Jahr. Das heißt, eigentlich eher untypisch, dass das so komplett stark durchgelaufen ist, ohne jegwillige Korrekturen. Wenn wir uns das Ganze hier anschauen, der Markt hat hier wirklich, ja, eigentlich keine wirklich richtige Korrektur hingelegt. Also einmal, wenn wir jetzt hier schauen, wir sind eigentlich nie unter die alten Ausbruchspunkte, unter den alten P2 gefallen. Und das zeigt einfach, wie stark dieser Markt ist. Gerade hier der letzte Anstieg, den wir hier gesehen haben, das können wir uns auch nochmal hier ganz gut anschauen, wie groß dieser Anstieg hier war. Das sind ungefähr 6% gewesen, die der Markt hier raufgelaufen ist. Jetzt korrigieren wir hier ein bisschen. Aber was halt wichtig ist, wir befinden uns halt immer noch oberhalb des letzten P2s. Das heißt also hier dieser Bereich, würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt von hier aus, wo wir jetzt momentan sind, hier noch 1-2% zurückkommen. Alles das wäre auch noch sicherlich eine sehr, sehr gesunde Korrektur. Und das müssen wir auch einfach aus dem Grund sehen. Wir brauchen das auch. Wir müssen hier mit unseren Positionen, mit denen wir in den letzten Tagen vielleicht ausgestoppt worden sind, irgendwie da in den Markt hineinkommen. Und es funktioniert natürlich am besten, wenn die Märkte zurückkommen, damit wir einfach einen günstigeren Einkaufspreis bekommen. Und somit macht es dann auch wieder Sinn, hier neu in den Markt einzusteigen. Wie sieht das Ganze auf Stunde aus? Auch das ist ja für die ganzen Intraday-Trader sehr interessant. Hier sieht man ganz gut, dass wir uns schon etwas länger in dieser Korrekturphase befinden und dass es auch im Moment Intraday wenig Sinn macht, bis auf einzelne Stories hier zu handeln. Ist eigentlich auch diese Frage, die immer wieder in den Coachings und Workshops aufkommt, wann kann ich denn hier Intraday handeln oder wann sollte ich hier Intraday handeln? Wenn wir im Stundenchart kein einheitliches Bild haben, und das sieht man hier ja wirklich sehr gut, prinzipiell sehen wir schon, dass wir hier ein Korrekturumfeld haben. Das heißt, wir sehen hier ganz gut, dass der Markt hier nach unten läuft. Was wir allerdings genauso sehen, ist, dass es einen Trendbruch schon einmal gegeben hat. So, das heißt, wenn wir hier runterschauen, der Markt ist hier oben drüber gelaufen. Auf der anderen Seite kommen wir jetzt auch wieder relativ stark zurück. Es hat sich also noch kein wirklich toller Trend wieder neu entwickelt. Und solange das der Fall ist, sehe ich hier auch keine Veranlassung, hier auf Einzelwerte drauf zu springen. Ich persönlich würde jetzt einfach abwarten, was passiert, auch wenn ich Intraday mir die ganze Sache anschaue. Was auf jeden Fall möglich ist, und das ist etwas, was wir natürlich auch jeden Tag machen können, in der Handelsvorbereitung einfach schauen, welche Nachrichten gibt es von welchem Unternehmen und macht es hier vielleicht Sinn, diese Nachricht zu handeln. Also nicht so den Gesamtmarkt an sich, weil der sieht im Moment einfach so aus, als wenn wir hier uns in einer größeren Korrektur befinden, die zwar auf der zeitlichen Schiene läuft, das kann man hier ja ganz gut sehen, hoch bei 2400, das Tief bei 2320, das heißt, wir reden hier von 2-3%, das ist nicht riesengroß, aber es reicht halt, wenn wir neue Positionen aufmachen, dass wir sukzessive immer rausfliegen wieder aus den Positionen. Deswegen macht es eben wenig Sinn, in solchen Marktphasen groß ins aktive Trading zu gehen, sondern es ist viel, viel besser hier zu sagen, ich reite einfach einzelne Stories, die sich anbieten und diese dann intraday zu nutzen. Und das ist eigentlich ja auch das, was wir zum Beispiel jetzt auch im Workshop am 22. April machen, wo es wirklich darum geht, wie ich dann News tatsächlich nutzen kann, um hier in vernünftige Trades hineinzukommen, die ich auch intraday wieder schließen kann. Weil das ist ja gerade in so einer Phase wie jetzt dann auch wichtig, wenn wir sagen, wir wollen eigentlich nicht über die Nacht unbedingt mit neuen Positionen mitgehen, dass wir dann eine Strategie haben, wie wir dieses auch intraday geschlossen bekommen. Schauen wir an, wie sieht der Nasdaq momentan aus? Auch dafür jetzt erst einmal der Blick auf den Tageschart. Und der sieht von allen Märkten mit am besten aus. Und wir haben vorhin schon gesehen, dass der deutsche Markt sehr gut aussieht, aber auch der Nasdaq-Index hier sehr sauber. Wir haben hier neue Hochs gemacht. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit man es besser sehen kann. Haben hier zum Ende letzter Woche hier nochmal neue Hochs machen können. Von daher hier auch ein sehr sauberes Bild. Das heißt, hier macht es am meisten Sinn, nach starken Aktien zu suchen. Und wenn wir jetzt ein Bild tiefer gehen, also sprich den untergeordneten Trend uns vielleicht anschauen möchten im Stundenchart, da können wir dann jetzt sehen, dass wir, ich zeichne das mal hier kurz ein, wenn wir diese letzten Aufwärtsbewegungen uns anschauen, die wir jetzt gehabt haben, hier unten dieses Doppeltief, und dann ist der Markt hier sehr sauber nach oben gelaufen und hat dann hier so ein Dreifachhoch ausgebildet, so mehr oder weniger alles auf der gleichen Höhe. Der Markt hat es im
Ende nicht geschafft, hier diese Hohes eindeutig rauszunehmen. Das ist immer auch ein sehr klares Zeichen dafür, dass es da oben einfach Abgabedruck gibt. Und dem hat der Markt jetzt hier an dieser Stelle heute Nachmittag dann auch einfach ja, Luft gegeben. Aber wenn wir uns das anschauen, ich meine, das sieht immer dramatisch aus im Chart. Also gerade wenn man eben als Daytrader unterwegs ist, wo man hier vielleicht auch diese Bewegung hat nutzen können für sich. Aber am Ende des Tages reden wir hier von einem Kursrückgang von weniger als 1%. Also das ist im Endeffekt noch nichts, was wir hier sehen. Was man aber ganz gut sehen kann, ist, dass natürlich die Stops der Leute oder der Marktteilnehmer, die hier im Markt agieren, hier alle komplett herausgeholt wurden aus dem Markt. Also egal, wie weit man den Stop hier weg hatte, unter welchem Tief. Diese wurden jetzt erstmal einkassiert, diese Stops. Und das sehen wir auch am Volumen. Das Volumen ist jetzt dann auch in den letzten 2 Stunden dann auch angestiegen. Sowohl jetzt zwischen 17 und 18 Uhr, aber auch zwischen 16 Uhr und 17 Uhr. Und das ist natürlich auch immer ein Zeichen, gerade wenn wir das ins Verhältnis setzen, mal zu dem Volumen, was wir in den anderen Tagen hier gesehen haben, ganz eindeutiges Zeichen, dass hier auch Stops gefallen sind und dass hier auch tatsächlich Marktteilnehmer sich short positioniert haben. Und auch das ist wieder ein wichtiger Punkt, also Umsätze ins Verhältnis zu setzen mit den Kursen. Auch das ist immer etwas, was uns im Trading extremst helfen kann. Wann wollen wir Positionen aufmachen und wann nicht? Auch das sind alles Dinge, über die wir halt in den einzelnen Coachings halt immer wieder sprechen, weil nur alleine sich den Chart anzuschauen, ohne Volumen, sich einen Chart anzuschauen, ohne Nachrichten, das ist halt immer nur die halbe Wahrheit. Und das ist auch der Grund mit, warum einige Trader sehr, sehr erfolgreich sind und das nicht nur einen Monat, ein Quartal oder ein Jahr, sondern über viele, viele Jahre hinweg. Und dann gibt es eben die Trader, die vielleicht nur auf den Chart achten. Da gibt es sicherlich auch ein paar, die erfolgreich sind, aber die große Masse halt nicht. Und das liegt einfach daran, dass sie zu wenig Informationen nutzen. Sie sind zwar von ihrem Wissen her breit aufgestellt, nutzen aber gar nicht alle Möglichkeiten, die wir jeden Tag geboten bekommen, um hier professionell an die Märkte heranzugehen. So, das hier zum Nasdaq-Index und wir können jetzt natürlich jetzt interessante Einzeltitel anschauen, also wie welche könnten gut aussehen, aber wenn ihr Fragen zu einzelnen Titeln habt, könnt ihr die sonst auch gerne in den Chat posten und schauen wir dann auch sehr gerne eure Aktien an, die euch vielleicht interessieren, so dass wir hier das ein oder andere uns dann in Ruhe anschauen können. Wenn wir, solange ihr noch nichts gepostet habt, würde ich jetzt einfach hier sonst gleich mal schauen. Die erste Aktie kommt schon rein. Okay, perfekt. Dann steige ich da gleich drauf ein. Dann schauen wir mal. Ja, die Aktie sieht technisch gesehen einfach super aus. Wir haben hier jetzt zwar eine etwas größere Korrektur gesehen, aber wir sehen schon, die Aktie hatten wir schon öfter mal auf dem Schirm gehabt. Ich zeichne jetzt einfach mal den angefangenen Trend hier weiter, den wir hier hatten. Man kann das hier ja ganz gut sehen, dass die Aktie hier wirklich sehr schön gelaufen ist. Hat hier zum Schluss nochmal eine sehr starke Bewegung gemacht. Was hier wirklich auffällt an der Aktie, und darauf achte ich halt immer, die Korrekturen hier sind doch hier doch preislich gesehen immer sehr klein gewesen. Ja, wir haben hier auf der zeitlichen Ebene recht große Korrektur und wir haben auch davor auf der zeitlichen Ebene eine relativ große Korrektur. Also das kann man schon sehen, hier ja auch. Was wir aber auch sehen können, dass es nicht im Preis großartig zurückgegangen ist. Das heißt, wir sind hier von 125 auf 117 zurückgelaufen, was jetzt gar nicht so riesig ist. Und wenn wir uns das hier anschauen, Markt hier auch eine Woche korrigiert und auch, ich sag mal, so ein Preisrückgang von etwa 5, 6 Dollar, was dann jetzt 4% hier in diesem Fall sind. Also das ist jetzt wirklich nicht so viel. Das ist jetzt die letzte Korrektur, war ein bisschen stärker, aber auch die im Endeffekt genau wieder in den Bereich hinein, von dem man eben ausgehen kann, dass der Markt hier halt häufig hineinläuft. Wichtig ist, dass die Aktie jetzt hier stehen bleibt und das sieht man ja auch, dass wir im Verhältnis jetzt zum Nasdaq hier uns genau auch oberhalb oder an diesem Punkt des letzten P2s befinden, laut Markttechnik. Und von daher ist es hier eigentlich nur wichtig, dass wir hier eine gute Einstiegsmöglichkeit finden. Zwei Möglichkeiten haben wir ja immer, entweder uns im Rücklauf einkaufen zu lassen oder wir versuchen den neuen Trend, der sich jetzt vielleicht auf Stunde oder Intraday anbietet, dann in eine entsprechende Aktie einzusteigen.
Rebecca fragt nach Apple und Amazon. Das sind sicherlich zwei Aktien, die sehr häufig von vielen von euch getradet werden. Klar, also gerade Apple ist auch eine Aktie, die ich auch sehr häufig auf dem Plan habe. Dann fangen wir vielleicht damit gerade kurz an. Apple-Aktie hatte ich in den letzten Wochen auch im Rahmen des großen Marktausblicks hier öfters schon vorgestellt, weil die wirklich seit Wochen einen wirklich super Trend abbildet. Und idealerweise ist man hier schon aus dieser Aufwärtsbewegung, die hier gestartet ist, reingekommen. Wir haben die Position bei uns im Handelsbüro hier oberhalb der 130er Marke aufgenommen mit einem recht engen Stop. Aber wir sehen wirklich, wenn wir uns den Trend hier anschauen, das ist ja das, was erstmal wichtig ist, dieser kleine Trend, der sich hier aufgebaut hat, dass der wirklich sehr, sehr sauber gelaufen ist hier. Und hier diese starke Bewegung, kurze Korrektur wieder und dann auch hier wieder eine kurze Korrektur. Also wirklich sehr schön zu sehen, dass die Aktie sehr sauber läuft, von einem Hoch im Endeffekt zum anderen. Und das ist ja für mich immer ein Punkt, wo ich sage, das sind genau die Werte, die ich versuche eben einzufangen, die sehr sauber laufen und bleibe dann einfach so lange im Markt, bis ich halt rausgeholt werde von dem entsprechenden Wert. Okay, wie sieht das Ganze auf Stundenbasis aus? Auch für alle die, die Intraday hier vielleicht in der Aktie sind, auch hier. Wie gesagt, der große Trend in Ordnung. Auf der Stunde sehen wir, dass auch hier die Stops gezogen wurden hier am Tief. Das heißt, also wer da jetzt Intraday diese Bewegung hier mitgenommen hat, die hier rauf geht, der ist dann eben ja gestern beziehungsweise am Freitag schon aus dem Wert herausgeholt worden. Was aber nicht weiter schlimm ist, aber für alle die, die eben auf Tagesbasis agieren beziehungsweise dann den Trend auf der Stunde handeln, die haben halt bis jetzt eine sehr, sehr schöne Aufwärtsbewegung mitnehmen können. Okay, kommen wir zur Amazon-Aktie. So, auch die Amazon-Aktie, wenn wir zum, ein bisschen in die Tiefe gehen, kann man ganz gut sehen, wirklich einen sauberen Trend. Und das ist, ich habe die Aktie jetzt extra mal ein bisschen weiter aufgescrollt, weil ich glaube, das ist wichtig für das Verständnis, weil das erlebe ich halt immer wieder bei den ganzen ja, Mails, die wir bekommen, die auch in den Coachings immer wieder gestellt werden. Aktien, der große Unterschied zwischen Aktien und Devisen besteht eigentlich darin, dass wir auf lange Sicht hier häufig sehr, sehr klare Trends haben. Das ist bei Apple so, das ist bei Amazon so, das ist bei Facebook, das ist bei Daimler. Also wo ihr guckt, diese Werte haben alle vom Bild her ein ähnliches. Das heißt, die fangen häufig unten links an und hören oben rechts auf, wenn es Aktien sind, die einen gesunden Trend haben, wo eine gesunde Unternehmensidee dahinter steht, da macht das Ganze wirklich extrem Sinn, hier diese Werte zu handeln. Und wenn wir dann noch Werte finden, die sehr dynamisch unterwegs sind, dann macht es einfach Spaß, diese Dinge auch zu handeln, weil wir einfach eine starke Performance erzielen können. Und dass das relativ simpel ist, das zeigen wir ja in den verschiedensten Möglichkeiten, ob das jetzt mit dem Managed Account ist oder ob das mit den passiven Handelsstrategien ist oder auch im Trading. Spielt im Endeffekt keine Rolle. Man sieht immer wieder, dass das Screening eigentlich der Schlüssel zum Erfolg ist. Das heißt, wenn wir Werte haben, die sehr stark sind, dann macht es auch Sinn, diese zu handeln. Und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, auch wenn wir das Intraday handeln würden, oder wenn ihr das Intraday handeln möchtet, wir haben hier einen sehr, sehr sauberen Trend, der hier nach oben zeigt, sehr, sehr stark auch hier aus der Korrektur heraus sehr schön gelaufen, je nachdem, wo man jetzt hier in den Trade eingestiegen ist, sei es jetzt hier um die 855, 860 oder auch hier etwas später. Sehr viel Dynamik ist hier in der Aktie und das ist meiner Meinung nach eben extremst wichtig. Ihr braucht halt diese Dynamik in den einzelnen Titeln,
um hier wirklich mit Kraft nach oben zu gehen. Und deswegen aus meiner Sicht hier immer sehr wichtig, ein gutes Screening an den Tag zu legen, denn dann findet man solche Werte und dann kann man auch eine deutliche Outperformance erreichen. Denn wir müssen uns immer vor Augen führen, die Indizes machen halt nur 6 bis 8% im Durchschnitt an Performance. Und klar, wir können das Ganze dann im Index handeln, wir können aber auch genauso gut sagen, wir gehen halt auf Werte, die wesentlich stärker sind. Und dann haben wir eben die Chance, ohne Hebelprodukte vielleicht 20, 30, 40, 50%, weil je nachdem, in welcher Zeiteinheit man vielleicht unterwegs ist. Und da ist eben der Riesenunterschied. Und wenn man jetzt sagt, ich handle halt nur auf Tagesbasis und ich mache vielleicht 20% im Jahr und man nutzt jetzt einen Hebel von 2 oder ich habe es auch bei den IB-Days ja schon gesagt, ob 2 oder vielleicht 4, was jetzt gar nicht so wahnsinnig hoch ist, dann verdoppelt man seine Performance ja. Und deswegen sucht euch lieber Dinge aus, wo ihr saubere Trends habt. Das ist viel, aus meiner Sicht viel, viel einfacher. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren, den Aktienhandel, und ich finde es einfach wesentlich einfacher, hier zu handeln als in anderen Märkten. So, dann haben wir welche Aktien noch? Ich schaue gerade. Haben wir noch gesehen? ProSieben, glaube ich, war gerade noch die Frage nach. Da weiß ich jetzt das Kürzel nicht von ProSieben. Hat das einer von euch zufälligerweise? Ja. Sonst gebe ich es hier ein. ProSieben. Nee, so nimmt das nicht. Hat jemand von euch das Kürzel von ProSieben? Dann würde ich das so. Ah, PSM. Okay, vielen Dank. Weil ich handle nicht so häufig Aktien, die kleiner sind. Ich versuche immer, mich an die großen DAX-Werte zu setzen, aber dann nehmen wir hier die Aktie, da haben wir es schon. Also das heißt nicht, dass man nicht MDAX handeln sollte oder nicht auch kleinere Werte. Ich finde, das kann man recht gut machen. Wichtig ist, dass ihr auf die Volumina achtet, die dort gehandelt werden. Weil wenn der Umsatz zu gering ist in einer Aktie, dann kriegt man häufig das Problem beim Ausstieg. Dann, wenn der Markt fällt, dann gehen die Geldbriefkurse auseinander und das macht dann nicht mehr so viel Spaß. Aber wenn man es intraday tradet, ist natürlich kein Problem. So, wenn wir uns die ProSieben anschauen, hier mache ich mal ein etwas größeres Bild, weil ich die Aktie nicht jeden Tag auf dem Schirm habe, kann man ganz gut sehen, dass der Aufwärtstrend, den wir mal hatten, hier auf jeden Fall gebrochen wurde. So, das kann man ja ganz gut sehen. So, wir hatten hier den Aufwärtstrend, der hier da war. Den gibt es zwischenzeitlich so erstmal nicht. Danach kam hier der große Trend nach unten, hier erstmal sehr schön zu erkennen. So, das heißt, der Markt ist hier erstmal heruntergelaufen. Jetzt befinden wir uns hier wieder in diesem Bereich des großen Trends. Das heißt, also hier ist jetzt die spannende Phase, kommen wir da durch oder kommen wir da nicht durch? Und darum geht es dann am Ende des Tages ja, wenn wir das schaffen, hier diesen Bereich hier hinter uns zu bringen, mit ProSieben, wenn die Aktie es schafft, hier durchzustarten, dann ist wirklich, glaube ich, einiges an Potenzial auch dort. Wir dürfen auch nicht vergessen, die Aktie hat auch seit Mitte November hier 30% Performance gemacht. Das ist wesentlich mehr, als der Gesamtmarkt gemacht hat. Hier kann man das auch ganz gut sehen. Ich nehme mal den Performance-Rechner dazu, damit man das mal hier sieht. Also selbst mit Kurs heute, hier die rote Kerze, wo es ein bisschen zurückgegangen ist, haben wir ungefähr 30%. Das heißt also, hier ist einiges in den letzten Wochen gewesen, konnte also überdurchschnittlich auch von der Aufwärtsbewegung profitieren. Sieht auch alles gut aus, das heißt also, wenn man auf kleineren Zeiteinheiten unterwegs ist, ist hier ja alles top. Und auch auf dem großen Bild sieht es einigermaßen aus. Wichtig ist jetzt wirklich nur, was passiert hier jetzt in dem Bereich zwischen, ich sag mal, 40,50 € und 42. Können wir uns hier absetzen oder können wir uns hier nicht absetzen? Das ist, glaube ich, hier eines der wichtigen Punkte. Wenn wir da aber durchkommen, dann denke ich, haben wir auch gute Möglichkeiten, dass ProSieben auf der Long-Seite weiter interessant ist. Short würde ich die Aktie allerdings momentan nicht handeln wollen. So, mal weiterschauen. Was haben wir noch? Marc fragt, was hältst du von der Aktie Advanced Energy? Schauen wir uns auch an. Ja, also ich sag mal,
Das ist auch etwas, was man im Screening natürlich auch, wir werden ja morgen sehr viel uns mit dem Thema Screening beschäftigen. Morgen wird ja morgen Abend und auch übermorgen Abend steht ja ganz im Zeichen des Screenings. Hier sehr schön sehen, dass der Markt hier wirklich sehr sauber nach oben läuft, ne? Also ihr könnt hier wirklich perfekt sehen, wie die Aktie hier nach oben läuft. Nicht ganz so schön ist diese Gaps, die es hier gibt und dass der Markt dann immer so stark nach diesen Gaps hier abverkauft wird. Ich zeichne jetzt erstmal nur den groben Trend ein. Nehme jetzt nicht jede kleine Bewegung mit, die da ist, auch hier großes Gap und zurück und dann hier die Aufwärtsbewegung. Das heißt also, die Aktie ganz klar auf dem Weg nach oben. Auch jetzt wieder können wir ganz gut sehen, dass auch hier der Trend, dass die Korrektur hier wieder sehr schön beendet wurde, auch von hier aus, wenn wir uns den Stundenchart anschauen. Ja, sie ist, hat hier die Tiefs gebrochen, aber das ist auch der Grund, warum es so schwierig ist, halt Korrekturen zu traden. Der Markt hält halt nicht lange an und kommt dann wieder im Endeffekt aus der Korrektur heraus, was ja auch sehr schön ist, dann wieder in den Markt hinein. Das heißt also, wenn man hier unten es geschafft hat, reinzukommen, ist es natürlich top. Ansonsten sieht die Aktie auf Tagesbasis also erstmal sehr schön aus, was mir nicht so toll gefällt, aber das hat ja nichts mit dem Trend an sich zu tun, sondern dass es immer ein bisschen gefährlich ist, wenn man long ist mit der Aktie und es gibt so Gaps, also ich würde fast immer nach diesen großen Gaps, die wir gerade ein paar Mal gesehen haben, wenn ihr mal ein Gap habt, was hier 5% groß ist, eher dazu neigen, tatsächlich auch mal Gewinnmitnahmen zu machen, anstatt darauf zu hoffen, dass es weitergeht, weil wir sehen das halt hier sehr häufig, dieses Muster, die Aktie macht ein großes Gap, wird abverkauft, macht ein großes Gap, wird abverkauft. Ja, es geht danach, geht es wieder weiter, ganz klar, nur ihr müsst dann auch in der Lage sein, hier diese Phase dann einfach durchzuhalten. Ja, wir reden hier immerhin von 5, 6 Wochen und wenn es dann keine Bewegung da gibt, ist das Geld tot. Aber prinzipiell, Aktie sieht gut aus und wenn jetzt hier die Aktie von 68 plötzlich auf 75 springt, würde ich persönlich versuchen, ja, das Beste daraus zu machen. Okay, so. Dann schauen wir hier in Infineon. IFX. Na. Ist das nicht IFX Infineon? Das muss ich mal gerade vorne gucken bei Aktien. IFX, ja, okay. Ich sehe noch gerade, Marc hatte noch eine Frage hinten dran gehabt. Hier sehe ich die offensichtliche Diskrepanz Oktober bis Dezember 2020. Ah, nee, das war gar nicht von ihm. Okay. Ja, Infineon, super stark. Gibt es gar nichts zu deuteln. Würde ich sagen, perfekt. Läuft ja auch schon seit Monaten gut. Also das ist ja auch so eine Aktie, die man eigentlich immer wieder mit aufnehmen kann. Auch hier zeichne ich den Trend jetzt mal einfach nur so ganz grob ein, weil es geht eigentlich ja nicht um die letzten Monate, sondern es geht immer um die aktuelle Phase. Das heißt jetzt hier die letzten Wochen, da muss man schon mal ein bisschen genauer hinschauen. Aber prinzipiell kann man natürlich sehr gut erkennen, dass die Aktie hier, wenn wir uns das so anschauen, immer steigende Tiefpunkte hat und auch steigende Hochpunkte. Also das, was als Markttechniker wichtig ist. Und wir sehen auch, dass hier in diesem letzten Trend ist hier auch sehr schön nach oben gegangen ist. Das heißt also, das sind wirklich so die Aktien, die wirklich sehr, sehr schön aussehen und wo das Geld eigentlich ja, für uns arbeitet. Das heißt also, hier ein bisschen genauer zu schauen, was geht, das ist, glaube ich, so diese ganz wichtige Geschichte, dass man da einfach so einen Blick drauf hat, dass man da sagt, okay, die sollte man im Blick halten, die Korrektur abwarten, die jetzt hier momentan stattfindet, also je nachdem, ob man jetzt auf Tag oder auf Stunde agieren möchte und dann von da aus einfach dann versuchen, in so einen Trade wieder hineinzukommen, weil die letzte Bewegung war natürlich schon echt stark hier von 16,60 Euro, 16,70 Euro hoch bis in den Bereich von 19, das heißt, wir sprechen hier nicht von 5% oder 10%, sondern es ist schon richtig Musik, die dahinter ist, also wenn wir jetzt hier auf das aktuelle Niveau sind, wir hier bei 13%, im Hoch waren wir hier bei 14%, also das ist schon wirklich richtig stark. Und dass die Aktie jetzt mal da 2, 3 Tage Luft holt, ist, glaube ich, auch normal und ist, denke ich, auch vollkommen in Ordnung. Okay, schauen wir weiter. HHLA, das hört sich auch nach einer deutschen Aktie an. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die auch schon kenne, aber ich schaue mal gerade.
wundert mich jetzt irgendein FA oder LA, weil LA finde ich nicht. Ah, das wird die aber wahrscheinlich sein. Ne? Ich nehme die einfach mal. Hoffe, dass es die ist, die du oder die ihr meint. Da habe ich keine Kurse zu. Also da müsstet ihr nochmal nach dem Kürzel gucken, Frank, weil da habe ich jetzt nichts. Thomas fragt, wie sieht es bei der Deutschen Bank aus? Ja, können wir auch drauf schauen, weil Banktitel sind ja super spannend gewesen in den letzten Monaten. Also ich habe, weiß gar nicht, bin ja eigentlich nicht so der ganz große Banktrader, also Aktientrading mit Banken, aber ich sag mal, seit November letzten Jahres habe ich, glaube ich, so viele Banktrades abgesetzt, vor allen Dingen in den USA. Wir hatten ja auch die Deutsche Bank im Handelsstrategie Portfolio, haben wir auch schön 10% mitnehmen können. Momentan würde ich die Aktie nicht anfassen. Warum nicht? Also nicht, zumindest nicht auf der Long-Seite, weil wir sehen hier einfach, dass es hier einen Trend nach unten gibt. Also wir sehen hier eine ausgeprägte Korrektur. So, und ist natürlich jetzt die Frage, wolltest du Long oder Short handeln, Thomas? Also ich würde die Aktie eher mal auf der Short-Seite sehen, also eher schwach. Wir sehen auch, dass die Aktie jetzt hier am 200er EMA ist. Also ich würde eher sagen, wenn du auf der Long-Seite bist, dann würde ich mich hier erstmal nicht reinwagen momentan, es sei denn, hier kommt Dynamik wieder nach oben auf, aber momentan wäre die für mich eher nicht so gut. Wir müssen uns aber mal überlegen, wenn wir solche Aktien auf der Short-Seite nehmen, was passiert, wenn der Markt wieder anzieht, also wenn er plötzlich wieder stärker aufbaut. Und da finde ich, muss man einfach immer ein bisschen darauf achten, dass man da nicht zu short-lastig ist. Aber die hat natürlich jetzt vom Hoch auf 20% verloren. Und ja, muss man einfach abwarten, was da kommt. Da, Deutsche Bank ist, hat halt mehrere Probleme. Also A, diese Bankengeschichte, aber die haben halt auch viele Gerichtsverfahren am Hain, die müssen viele Strafzahlungen machen und. Die haben natürlich auch schon wahnsinnig viel an Rückstellungen gemacht. Aber wäre ich halt vorsichtig, wenn der Chart uns halt zeigt, ich will nicht long, dann ist da halt nichts. Und man muss sich auch immer die Frage stellen, warum ist die Aktie so schwach zu diesem Zeitpunkt? So, und es gibt halt mehrere Gründe dafür. Also die eine Sache ist halt dieses Damoklesschwert, was immer über der Deutschen Bank schon seit Jahren immer klebt, diese ganzen, ich sag mal, Dinge, die vielleicht nicht ganz so korrekt gelaufen sind, und dann eben die Kapitalerhöhung. Also es sind halt mehrere Dinge, die hier zusammenkommen. Das ist ja auch der Grund, warum wir hier diesen starken Absturz in der Aktie gesehen haben hier, als die Aktie geschlossen hatte, bei 19,20 Euro ungefähr und dann hier mit diesem Gap nach unten gelaufen ist. So. Und ich habe dazu ja auch schon in der internen Coaching-Gruppe auch schon oft was zu gesagt, dass es so einfach ist, dieses Geld hier zu verdienen mit solchen Werten. Also wer bei Kapitalerhöhung nicht sein Geld verdient, der macht prinzipiell was nicht richtig. Also man muss dieses Verständnis natürlich dafür haben, was passiert, wenn Kapitalerhöhungen da sind, das ist klar. Aber wenn man einmal verstanden hat, wie das Spiel funktioniert, ist es mit Kapitalerhöhungen, mit Übernahmen und oder mit Nachrichten prinzipiell sehr einfach. Und ich habe ja auch schon im Rahmen der IB Days jetzt im Februar ein bisschen was zum News Trading auch erzählt. Und den Großteil meines Geldes, was ich im Day Trading verdiene, kommt halt durchs News Trading. Und dazu gehören eben solche Sachen wie Übernahmen, Kapitalerhöhungen dazu. Und wenn für euch das Thema auch spannend ist und ihr davon profitieren möchtet, wenn so eine Aktie von 19, 20 hier Richtung 15 fällt, was ja fast 20% sind, das dürfen wir ja nicht vergessen, sagen wir mal 15%, und das in ganz, ganz kurzer Zeit, wenn ihr wissen wollt, wie sowas funktioniert, dann wäre natürlich der Workshop tatsächlich interessant, weil das sind einfach so Dinge, die ihr da lernen könnt. So, aber jetzt genug der Werbung dafür. Was haben wir noch? Dow und Adidas haben wir hier noch. Adidas mache ich jetzt zuerst, weil wir sind hier gerade im Bereich deutscher Markt unterwegs. Ja, Adidas, eine meiner Lieblingsaktien, und der eine oder andere wird es wahrscheinlich nicht mehr hören können, aber Frank hat halt nachgefragt. Wir haben zwischenzeitlich extremst viel mit der Aktie einen Gewinn hier einfahren können, ist super, super gut gelaufen, hat über 100% Performance in den letzten 15 Monaten auffahren können und befinden uns immer noch in einem steigenden Markt. Das heißt, also, wir können hier wirklich sehr gut sehen, die Aktie steigt und steigt und steigt. Nehmen wir auch mal erstmal hier den groben Trend, damit wir hier so die Richtung sehen, wie der Markt hier sehr, sehr sauber nach oben läuft. Und ich sehe erstmal keine Problematik. Man kann auch hier diesen kleinen Haken noch mit reinnehmen, wenn ihr das möchtet.
Jeder so wie er das sieht, ist halt eine sehr kurze Korrektur hier gewesen. Deswegen muss man halt immer schauen, wie seht ihr das? Im Einzelnen, da ist ja das Thema des Handelsplans, ist das jetzt eine Korrektur oder nicht? Ich nehme das mal einfach raus, damit man das hier besser sehen kann. Also ich bin Riesenfreund von der Aktie, sie ist technisch gut aufgestellt, da kommen Zahlen bei der Aktie, also von daher wird es jetzt abzuwarten sein, was da kommt und dann können wir neu evaluieren, aber prinzipiell Aktie erstmal auf dem steigenden Ast und das, wie gesagt, schon seit 15 Monaten und so lange ist sie auch schon in all meinen Depots. So, kommen wir zum Dow. Der wird das Bild wahrscheinlich nicht so ganz viel Unterschied bringen, wahrscheinlich wie in den anderen amerikanischen Märkten, weil wo soll da der große Unterschied herkommen? So, machen wir mal den Index dazu, der ist es nicht. Also ich selber habe den so gut wie gar nicht auf dem Schirm, deswegen muss ich erstmal nach dem Kürzel gucken. Für den Dow hat einer von euch das Future-Kürzel, dann wäre super, wenn ihr es kurz reinpostet, dann JM. Ah, YM, genau. Da war es, genau. YM. Entschuldigung, Y meine ich natürlich. Ja, perfekt. Danke dir. So, fangen wir vielleicht auch am besten im Tageschart an, damit man sofort sieht, wo wir dran sind. Also hier erstmal sehr schön bergauf. Also brauchen wir, glaube ich, nicht großartig einzeichnen. Das ist eigentlich klar. So, und was wir jetzt sehen, ist hier so eine trendbestätigende Korrektur. Also eigentlich dasselbe Bild wie im S&P. Befinden uns hier auf dem großen Bild hier so, zack, hier rauf, herunter und hier herauf. So, und jetzt sehen wir halt, dass es eine kleine Korrektur hier gibt und die würden wir jetzt wieder viel besser natürlich im Stundenchart sehen. Wenn wir uns hier genauer anschauen, hier oben war das hoch gewesen und jetzt läuft es hier kontinuierlich nach unten weg. Das heißt, im Tageschart ist die Aktie long, im Stundenchart momentan halt noch nicht. So, und deswegen lohnt sich dann hier auch eben entsprechend, oder ist es auch entsprechend schwer, Daytrading hier zu betreiben. Ich möchte hier nicht noch so wahnsinnig zum Daytrading ausholen, aber im Endeffekt ist es immer dasselbe Spiel. Wir haben eine Korrektur, die wir sehen, viele von euch wollen die traden und ein paar bekommen das hin, aber die allermeisten bekommen es nicht hin. Und es ist einfach, weil häufig die richtige Strategie dafür fehlt, wie geht man mit solchen Situationen um, weil es ist extrem schwierig, Korrekturen profitabel zu handeln, weil schaut euch einfach an, wie diese Korrekturen hier verlaufen. Also der Markt zieht hier runter, macht hier dann wieder hoch und fällt dann schnell wieder ab. Also das geht halt sehr, sehr schnell. Und dann hier auf der Gegenseite plötzlich werden hier die Hochs wieder angelaufen. Es ist halt sehr schwierig. Würde mich mal interessieren, Frank, wenn du dich interessierst für den Dow Jones, ob du den profitabel handelst über einen längeren Zeitraum, also sprich 6 Monate oder länger. Vielleicht kannst du es gleich einfach mal reinposten. Würde mich interessieren, weil, wie gesagt, die meisten tun sich halt schwer, wenn es um Korrekturen geht. In einem Longmarkt ist das nicht das Problem. Also wenn du rein immer aus der Korrektur heraus tradest, dann kann man Indizes relativ gut handeln, finde ich. Aber wenn jetzt Korrekturen sind und wir sie auf Minutenbasis handeln wollen, etwas schwieriger. Also das, deswegen finde ich es ganz spannend, wie so deine Erfahrungen damit sind. So, dann haben wir AMD und dann sehe ich auch, wir haben auch noch vorher noch irgendeine deutsche Aktie, glaube ich, gehabt, Thyssen, genau. Aber nehmen wir AMD, sehe ich gerade noch. Ich denke, da machen wir noch 3, 4 Stück und dann gehen wir noch auf eure Fragen, wenn ihr noch welche habt. Aber das finde ich ganz spannend hier. Also hier AMD, auch sehr schön zu sehen, hatte hier bis Anfang Mitte Februar einen sehr schönen Trend, dann kam die Korrektur hier und was im Endeffekt ja wichtig ist, ist halt immer hier zu schauen, so wie ist das Ganze dann zum Schluss verlaufen. Wir sehen hier den Aufwärtstrend gehabt, so und jetzt haben wir hier so ein ähnliches Bild, wie wir das vorhin auch schon beim FDAX hatten. Jetzt ist das hier einmal kurz unterboten worden. Und jetzt läuft der Markt hier wieder so seitwärts raus. Das heißt also, ich persönlich würde jetzt hier keinen Einstieg machen. Ich würde aber auch nicht die Aktie auf der Short-Seite handeln, sondern für mich ist die Aktie halt im Moment kein direkter Kauf. Und somit ist die Sache für mich dann halt immer an diesen Stellen dann sehr schnell erledigt. Also man kann natürlich immer wieder sagen, naja, aber vielleicht kommt da was. Ja, aber
es ist halt dieses vielleicht. Und warum nicht immer die Aktien nehmen, die klare Trends haben? Deswegen würde ich da immer meinen Blick drauf setzen, wirklich auf die Werte, die ja wirklich ganz klar sind, wo wir keine Trendverletzungen haben, wo der Markt einfach, ja, einfach super wegläuft. So, da haben wir noch TGS. Ich wundere mich, dass noch keine Fragen zu Aurelius gekommen ist. Ja, hat mich auch gewundert, weil da gab es ja auch, glaube ich, ein kleines bisschen Bewegung. Etwas, ja. Also auch hier sehr schön zu sehen, Aktie läuft hoch und ich sage jetzt mal, anders als vorhin bei AMD, ist dieser Trend halt sehr sauber, er ist nicht verletzt worden in den letzten Wochen und Monaten. Also wirklich ganz, ganz sauber, perfekt zu handeln, wenn wir uns überlegen, die Aktie hat seit November, seit der Trump-Wahl hier roundabout 100% gemacht. Das ist echt schon eine Hausnummer. Und das sind natürlich dann auch so Werte, die einem dann wirklich Spaß machen, wenn man da drin ist, weil man kann ja eigentlich nicht rausfliegen. Das ist ja, wenn man das Ding auf Tagesbasis gehandelt hat, sehen wir wirklich, wir haben kontinuierlich hier immer wieder steigende Tiefs und auch steigende Hochs. Das heißt also relativ simpel und das ist ja auch das, worum es beim Trading geht. Wir wollen es ja nicht kompliziert machen, sondern ich sage das auch immer wieder in den Workshops, so einfach wie es geht. Also versucht es wirklich so einfach wie es geht und dann funktioniert es auch meistens. So, jetzt kommen wir noch zu Thyssen, hatten wir noch gehabt. So, und das würde mich jetzt mal interessieren, wie man jetzt so auf diese Aktie kommt. Also das finde ich halt extrem spannend. Einziger Grund für mich, diese Aktie zu handeln, das wäre jetzt nicht der markttechnische Grund, sondern dass man sagt, naja, die Aktie ist hier in so einem Seitwärtsbereich gewesen und man handelt jetzt als, ich sage jetzt einfach mal so, als Seitwärtsmarkthändler, das gibt es ja, die Leute, die hier oben Short gehen und unten wieder Long, okay, bin ich aber nicht der Spezialist für, ich könnte euch also nicht sagen, wie man das am besten anstellt, weil das nicht meine Art des Handelns ist, aber wenn ich das rein unter markttechnischen Gesichtspunkten mir anschaue, fehlt mir hier persönlich jede Grundlage für einen Trade. Ja, weil Seitwärtsmarkt, und wenn wir uns das Ganze jetzt mal genauer anschauen, dann möchte ich euch mal etwas zeigen, was hier passiert ist. Also die Aktie läuft hier hoch und korrigiert. Was passiert jetzt? Die Aktie macht ein höheres Hoch, macht ein tieferes Tief, macht ein höheres Hoch, macht ein tieferes Tief. Das heißt, wir sehen andauernd, kontinuierlich, dass hier es neue Hochs gibt, aber auch anschließend neue Tiefs. Also egal, ob ihr das Ding jetzt long handelt oder short, ihr habt die letzten Wochen und Monaten eigentlich immer eins auf die Nuss bekommen. So, und frage ich mich, warum muss ich mir das antun? Also wenn du jetzt Investor bist und da drinne bist, sieht er erstmal alles gut aus. Nur zum Traden finde ich die Aktie nicht sonderlich gut geeignet, weil wir uns einfach in einem Seitwärtsmarkt befinden. Und das ist eben das, worüber ich immer wieder in den ganzen Workshops und Coachings Stund um Stund reden wir darüber. Es macht wenig Sinn, solche Werte zu nehmen, die seit, ich sage jetzt einfach mal, seit 3,5, 4 Monate nur seitwärts laufen. Ja, man kann darüber sprechen, dass man diesen Teil dazwischen irgendwie handeln kann. Daytrading-mäßig, Intraday, ja, mag alles funktionieren. Wenn das so bei euch so ist und ihr macht das mit einem positiven Ertrag, super. Ne? Wenn das aber nicht der Fall sein sollte, dann würde ich mir überlegen, ob der Ansatz der richtige ist. Denn ich sag mal, wer in den letzten, von November bis jetzt nicht mindestens, wir haben ja gesehen, was der Index seitdem gemacht hat. Und das möchte ich euch einfach mal als Maßstab geben. Also werden wir, egal ob das jetzt der Dow Jones ist oder ob das der S&P ist oder ob das der Nasdaq-Index ist, wenn wir uns einfach mal anschauen, was ist in den letzten Wochen passiert an den Märkten. Und dann finde ich, ist es halt wirklich spannend, einfach mal zu schauen, wie haben sich die Märkte seitdem bewegt. So, und das müsste für uns ja eigentlich der Maßstab sein, zu sagen, okay, wir haben vom Tief zum Hoch hier ungefähr eine Performance von 20% von Anfang November bis jetzt. Das sind 5 Monate. So, und wenn die Performance, die wir machen, nur 3% groß ist oder 4 oder sogar im Minus ist, dann muss man sich fragen, ist das, was ich mache, eigentlich richtig oder müsste ich da nicht in einen anderen Ansatz gehen? Und einer davon ist halt wirklich, nicht unbedingt diese Seitwärtsaktien zu handeln. Okay, dann haben wir noch, Moment, hier gerade gucken, DLG, schauen wir auch noch vielleicht kurz rein, und dann kommen wir gleich noch zu den Fragen, falls noch welche sind. DLG bekomme ich hier, ne?
Warum habe ich hier nichts bekommen? Da. Dialog Semiconductor. Ja, auch typische Aktie, stark in einem Aufwärtstrend, hat jetzt vom Hoch zum Tief hier gut 10% korrigiert, ist aber immer noch in einem sauberen Aufwärtstrend. Also von daher prinzipiell würde ich jetzt keinen Grund sehen, wenn man jetzt die Aktie schon länger hat im Depot, die jetzt rauszuschmeißen, weil der Trend noch in Ordnung ist. Problematisch wird es, wenn wir unter die 44 fallen, denke ich. Aber ansonsten, wenn man drinnen ist, kein Problem. Neueinstieg wahrscheinlich erstmal nicht, weil wir sind ja noch hier. Das werdet ihr ja selber wahrscheinlich auch gesehen haben. Oder wer hatte gefragt nach DLG? Oliver, dann ist ja ganz klar hier im Stundenchart zu sehen, dass es hier nicht bergauf geht, sondern hier eher in der Korrektur wir uns noch befinden. Und solange wir uns in der Korrektur befinden, macht es ja wenig Sinn, hier vielleicht long zu traden. Also, wenn du sie schon hast, auf Tagesbasis, kein Stress. Wenn du jetzt long einsteigen willst, würde ich wahrscheinlich noch einfach einen Moment warten. Okay, dann haben wir noch TGS, sehe ich auch noch gerade als Frage. So, gerade gucken hier. Da, sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. TGS. TGS hast du schon gehabt. Guck mal, eins. Hatten wir schon eins gehabt, ja, perfekt. Daneben. Hast du den Chart noch? Ja, okay. Ja, genau. Ah, da ist sie, genau. Dann haben wir die ja auch. So, und dann haben wir noch Freenet. Okay, und dann hoffe ich, dass wir alle das nichts mehr vergessen haben. Tesla wurde noch gefragt. Ah ja, okay, Tesla noch. Okay. Freenet FNTN. Deutschland. Ja, Tesla war, glaube ich, heute, haben wir sie, glaube ich, vorhin im Screening gehabt, war Intraday. Heute, glaube ich, ein Trade, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also auch hier ganz klar, ich meine, die Aktie, wenn ihr euch das hier anschaut, hier diese Bewegung hier, ja, super, ne? Also das sind Aktien, die man traden kann. Also das ist wirklich immer das gleiche Spiel. Wenn diese Aktien so laufen, finde ich einfach, ist einfach top. Also warum soll ich mir, nehmt mal dieses Bild hier und dann denkt nochmal an das Bild von Thyssen, was wir vorhin gesehen haben. So, und wenn ihr das gegeneinander stellt, dann sollte es doch eigentlich klar sein, wie, welche Aktie möchte ich eigentlich handeln. Ja, ich sehe hier die ganze Zeit steigende Hochpunkte, steigende Tiefpunkte. Also hier wirklich sehr einfach zu erkennen, hier unten ging es los. Steigt an, steigt an, steigt an, steigt an. Es geht hier wirklich nur bergauf und mit den Hochpunkten ist es genau dasselbe. Ein Hochpunkt wird hier nach dem anderen gezogen. Also ihr tut euch selbst einen Gefallen, wenn ihr einfach an die Märkte herangeht. Also wirklich nehmt Werte, die einfach sind und nehmt nicht unbedingt die, die sich in Seitwärtsmärkten befinden. Das ist, glaube ich, eines der wichtigen Punkte, dass wir da einfach darauf achten, bei solchen Werten, dass es da, ja, das Screening macht euch das Leben einfach viel, viel einfacher. Ne? Also da einfach drauf achten und dann kommt ihr halt einfach viel schneller ans Ziel. So, Tesla. Ja, und war mir auch so, dass ich das heute gesehen habe, weil ich habe mit Julian heute Nachmittag noch die ganzen Intraday-Sachen auf dem Plan gehabt. Da ist uns aufgefallen, auch hier ganz klare Aktie, hat wieder einen neuen Aufwärtstrend gemacht, also hat heute neues Hoch gemacht, ist damit wieder in seinen alten Trend zurückgekehrt, war auch heute eine Top-Aktie, die man super Intraday handeln konnte. Also von daher, das ist auch so eine Sache, das ist auch das, was wir dann in 3 Wochen dann im Workshop besprechen. Es ist einfach wirklich sehr, sehr einfach, solche Werte dann intraday zu nutzen, diese ganzen Nachrichten-Trades, weil hier ist es einfach nur eine Sache, ich bekomme die Wirkung oder der wichtige Punkt ist die Nachricht und wir können, ohne diese Nachricht unbedingt lesen zu müssen, es ist nur wichtig für uns zu wissen, dass es diese Nachricht gibt und dann können wir versuchen, das Ganze in einen Trade umzusetzen. Aber wenn wir jetzt das Daytrading mal weglassen und sagen Tag, Stunde, auf jeden Fall hier auch wieder in den Trend zurückgekehrt und wenn die sich hier auf diesem Niveau hält und hier schließt, dann haben wir hier auf jeden Fall auch gute Chancen wieder, dass die Aktie weiter nach oben läuft, denn die hat ja doch ganz schön korrigiert gehabt, hier von gut 285 herunter bis im Bereich von 240, das war schon ganz schön Luft geholt, aber heute dann wieder sehr schön angelaufen. So, ich hoffe, wir haben jetzt nicht irgendwas zwei Werte, überlesen. Zwei Werte ja? Noch, tatsächlich einmal Alphabet und Johnson & Johnson, dann haben wir alle.
Johnson & Johnson ist J. JNJ. Ja, dann perfekt, danke dir. So. Dann haben wir auch hier Johnson & Johnson. Einmal das große Bild. Ja, auch sehen wir seit Jahresanfang hier sehr schön nach oben gekommen. Prinzipiell haben wir hier eine ganz lange Korrektur gesehen. Also wenn ihr schaut hier, seit Sommer letzten Jahres hier sehr lange korrigiert, jetzt aber wieder ein neues Hoch gemacht. Wichtig ist, dass wir uns jetzt in diesem Bereich nicht weiter nach unten absetzen. Das ist jetzt hier wichtig, dass der Markt sich hier in diesem Bereich halten kann, zwischen der alten Ausbruchsmarke und dem alten Hoch. Also das ist so der Bereich, wo man sagt, das ist eine ganz gute, oder wo ich sage, das ist für mich eine gute Korrektur. Hier sollte es allerdings jetzt nicht weiter nach unten gehen und dann, finde ich, ist es auch eine ganz gute Sache, hier vielleicht nochmal tatsächlich einen Einstieg in diese Aktie zu machen, weil die zweite Welle dann ganz gut sein kann. Dass die Aktie jetzt hier korrigiert, bleibt nicht aus, weil die ist jetzt wirklich von der 111 mehr oder weniger am Stück nach oben gelaufen. Wenn wir mal die 4 Tage hier ausnehmen, hat die Aktie fast jeden Tag ein neues Hoch gemacht. Okay, und dann hatten wir noch Alphabet, dann nehmen wir die auch noch. Das Kürzel nicht, deswegen gebe ich es einfach mal so ein. Alphabet. Ja, so funktioniert es wieder nicht. Einer das Kürzel zufälligerweise gerade. G-O-O-G. G-O-O-G? Korrekt. Oder G-O-O-G-L, eins von beiden. Okay, das sieht mir eher nach Google aus. Nee, Alphabet ist es. Alphabet. Ja, okay, perfekt. Ja, im Endeffekt haben wir den Aufwärtstrend immer noch intakt. Kann man hier ganz gut sehen, wenn man den Trend hier hochzeichnet. Hier haben wir das letzte Tief bei der 790. Und ja, also von daher denke ich, alles kein Problem mit der Aktie. Wir sehen auch, wenn wir in den Stundenchart gehen, dass die Aktie sich hier wieder aufgemacht hat, hier in diese Bewegung, die ich hier unten auch schon eingezeichnet habe. Das kann man hier ganz gut sehen, dass sich hier der neue Trend entwickelt hat, der hier sehr schön angelaufen ist, der auch sehr trendkonform wieder läuft. Das heißt, hier kann man ganz gut sehen, sowohl im Intraday-Bereich als auch auf Stundenbasis, dass die Aktie eigentlich sehr, sehr gut läuft. Also von daher denke ich, alles in Ordnung. Also wer drinne ist, würde ich auch halten, die Aktie, und würde auch darüber nachdenken, die Aktie auch weiter dazu zu kaufen. Also ich finde, das kann man ganz gut machen. Okay, dann sehe ich noch eine Frage von Mark hier hinten. Jetzt habe ich noch eine grundsätzliche Frage zum kurzfristigen Handel. Sind die Kurse nicht sehr zufallsbedingt, da es so unterschiedliche Marktteilnehmer gibt, Arbitrage, große Fonds und somit nicht auf die kleineren Zeiteinheiten, die nicht darauf achten? Die Kurzfrist-Trader sind vom Volumen doch auch noch in der Unterzahl. Ja, natürlich ist es viel, viel einfacher, auf den großen Zeiteinheiten zu handeln, Marc. Das ist ganz außer Frage. Also ich sag mal, das kann man ja relativ einfach ablesen. Die Trader, die oder die Händler, die investieren, die sind in der Mehrzahl Gewinner am Markt. Also ich kenne wenig Investoren, die langfristig gesehen, also aus Sicht von 5 Jahre oder 10 Jahre, sich mit Verlusten großartig rumschlagen. Die, die auf Tagstunde handeln, im Regelfall gibt es auch noch eine recht große Anzahl der Trader, die hier sehr profitabel sind. Ich glaube, vor 10 Tagen habe ich ein Feedback von einem Kunden von mir, der im September bei mir auf dem Workshop war, online gestellt, der auf Tagstunde sehr, sehr viel handelt, der auch sagt, das ist seine Zeiteinheit geworden, mit der er sehr gut zurechtkommt. Daytrading ist schwieriger. Also du musst viel mehr Dinge berücksichtigen im Daytrading, prinzipiell, und natürlich haben wir hier auch mit Zufällen zu tun. Warum ist aber Daytrading trotzdem so interessant? Und ich sag mal, ich habe extremst, also mehr als die Hälfte meiner Trades kommen aus dem Bereich tatsächlich 5 Minuten und niedriger.
Das liegt einfach daran, dass wir hier sehr viele kurze Schwankungen mitbekommen, wo große Händler nicht unbedingt immer mit im Markt drin sind. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Zahlen kommen, so wie das heute dieses Gap bei Tesla entstanden ist, starke Bewegung da ist, dann sind die Intraday-Händler eben eher die aktiven. Das heißt, du brauchst ein gutes Screening, Intraday-Screening, um hier dann voranzukommen. Also das ist eigentlich so der entscheidende Punkt. Und was man natürlich braucht als Daytrader, und ich glaube, das ist noch viel, viel wichtiger, dass man ein extrem gutes Risk- und Money-Management hat, weil wir natürlich mit Trefferquoten zu tun haben, die bei weitem nicht so stark sind, wie wir das im Tageshandel haben. Du musst auch mental, oder man muss als Daytrader auch mental wesentlich stärker sein. Und das ist, glaube ich, sicherlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man diese Sachen aber mitbringt, dann hat man eben große Chancen hier auch weit mehr Geld zu verdienen, weil ein Investor, der hat ja dadurch, dass er auf größeren Zeiteinheiten unterwegs ist, nicht so viele Trading-Chancen, wie das ein Intraday-Händler hat, der vielleicht jeden Tag 5 Trades, 10 Trades oder mehr macht. Das heißt, das muss man halt für sich abwägen, was bin ich für ein Menschentyp? Und dann muss man schauen, bin ich überhaupt dafür geeignet, Daytrading zu betreiben? Nur allein der Wille, Daytrader zu werden, reicht heutzutage nicht mehr aus, um professionell Daytrading zu betreiben und auch davon leben zu können. Also das muss einem ganz klar sein, man muss wirklich den Spaß dran haben am Daytrading, man muss verstehen, was dort passiert, also das ist ganz, ganz wichtig, man muss verstehen, was passiert dort, man muss wissen, mit welchen Setups muss ich in den Markt gehen, wie muss ich dort screen date in Daytrading. Und dann braucht man auch einiges an Erfahrung. Und Petra schreibt auch gerade Zustimmung. Ja, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Kriegt man das zusammen, dann wird man sicherlich sehr erfolgreich. Und es gibt sehr viele erfahrene und hochprofessionelle Daytrader, die auch sehr viel Geld verdienen. Also ein guter Freund von mir, mit dem ich zusammen angefangen habe vor 20 Jahren, der betreibt zum Beispiel nur Daytrading, nur Trading auf Minutenbasis und tiefer. Und das seit 20 Jahren. Also das von daher gibt es wirklich sehr viele und auch noch einige andere, die das schon seit vielen Jahren machen. Man muss es nur können und man muss auch wirklich, ja, ich sag einfach mal, bereit sein, hier da doch neue Wege zu gehen und dann auch ja, diese Zeit einfach für sich laufen zu lassen. Weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach sagt, okay, ich muss hier üben, ich muss wissen, was hier passiert. Also das sind so die wichtigen Dinge, ich glaube. Und wenn man das aber hat, dann bekommt man alles andere auch zusammen. Ich hoffe, dass so für diesen Bereich, ansonsten mache ich auch noch mal vielleicht ein Webinar, ein bisschen um in diesem Bereich was zu erzählen zum Bereich Intraday-Handel. So, ich glaube, von den Fragen her war es das. Vielleicht noch 2 Minuten kurz ja, am Ende zu der Frage vorhin vom Manage-Account. Ich weiß nicht, ob Nelson da schon den Link gepostet hat von die mir. Links, also wenn die Links sind im Chat draußen. Ja, hier kann man also wirklich dann ganz gut sehen, ich bin hauptsächlich im Aktienbereich unterwegs und wen wundert es, hauptsächlich im deutschen Markt und basiert eben auf mehreren unterschiedlichen Strategien, die ich nutze und somit kann ich in den verschiedenen Marktphasen halt hier kontinuierliche Renditen erzielen und man kann es ganz gut sehen hier S&P gegen die Portfoliostrategie, die ich fahre und hier findet ihr dann auch unter dem Link dann eben die Performance-Zahlen. Um das aber auch zum Ende, also wollen da nicht zu viel darüber reden. Wenn sonst noch irgendwelche Dinge sind, wir machen ja in 4 Wochen, haben wir wieder den großen Marktausblick und wenn ihr Fragen zum Manage-Account habt, könnt ihr euch gerne an CapTrader wenden, die werden euch da sicherlich gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Habe ich es richtig gesagt, Nelson? Das ist korrekt, ja. Perfekt, dann übergebe ich wieder an dich. Prima. Mario, vielen Dank. Wie immer sehr informativ, waren gute Charts dabei und auch danke an die Teilnehmer für die Fragen und für die Interaktion. Ja, Mario hat jetzt schon eigentlich alles gesagt. Wenn Sie interessiert sind an dem Manager-Account, bitte bei uns, bei unserem Service-Team melden. Sie kriegen da weitere Informationen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich auch noch einen wunderschönen Abend. Die Sonne scheint noch, also die letzten Sonnenstrahlen jetzt noch nutzen und Mario, dir natürlich auch, arbeite nicht mehr so viel und ich freue mich schon auf den nächsten Termin. Freue mich auch, wünsche allen noch einen schönen Abend, genießt das schöne Wetter und alle die, die jetzt gleich noch beim Webinar um 19.30 Uhr dabei sind, dann hören wir uns gleich wieder. Ansonsten bis in 4 Wochen. Macht's gut, tschüss. Tschüss.